Hallo und herzlich willkommen in der Comicbude. Eigentlich hätte diese Folge erst nächste Woche erscheinen sollen. Ich habe aber schon wieder so viel gelesen, dass ich es nicht länger warten wollte, weil sich so einfach sonst zu viel wieder anstaut. Und deshalb fange ich auch gleich an. Und zwar mit den Guardians of the Galaxy. Die letzte Auslöschung. Das ist der fünfte Band. Geschrieben von Al Ewing und gezeichnet von Juan Frigeri. Und das ist der Abschlussband der Reihe. Die ersten beiden Bände wurden ja von Donny Cates geschrieben, danach hat Al Ewing übernommen. Ich muss sagen, dass mir die ersten beiden Bände ein bisschen besser gefallen haben. Und darum geht's. Die Guardians werden von Dr. Doom angegriffen, denn dieser will ihnen das Sternenschwert entreißen, das im Besitz von Hulkling ist. Dr. Doom benötigt es nach seinen eigenen Aussagen dafür, um eine Bedrohung für das ganze Weltall aufzuhalten. Diese Bedrohung übersteigt sogar seine eigenen Mächte, so wie er sagt, also seine eigene Macht, wie er sagt. Die Guardians of the Galaxy und Dr. Doom bekämpfen sich dann erstmal, schließlich verbünden sie sich dann aber, um gemeinsam diese Bedrohung aufzuhalten. Die bisschen Probleme, was ich mit dem Band hatte, das Ganze ist Teil eines Crossovers, The Last Annihilation. Wir bekommen von Panini aber nur die Guardians of the Galaxy Teile der Story. Und dadurch hat man immer den Eindruck oder das Gefühl, dass ein bisschen was fehlt zwischendrin. Panini schreibt zwar, dass sie einem die anderen Storyteile vielleicht in der Zukunft noch nachreichen, aber ob das geschehen wird, das wage ich mal zu bezweifeln. Und vor allem, dass es dann auch, wenn, selbst wenn sie es noch bringen, das wäre das dann total aus dem Kontext wieder gerissen, weil bringt dann auch nicht viel. Zeichnerisch hat es mir ganz gut gefallen. Die nächste Guardians of the Galaxy-Reihe wird noch nicht angekündigt hier in der Vorschau. Weiß ich auch noch nicht, ob ich da einsteigen werde. Kommt darauf an, wer es geschrieben hat oder wer es schreibt. Dann schauen wir mal weiter. Dann habe ich hier Avengers Heft Nummer 38, weiterhin geschrieben von Jason Aaron und gezeichnet von Javier Garon. Und hier haben wir den dritten Teil der World War She-Hulk-Reihe, nicht Reihe, Story. Und überraschenderweise muss ich sagen, dass ich diese Story gar nicht mal so schlecht fand. Also es ist wirklich mal ein Avengers-Heft, dem ich eigentlich nichts zu meckern hätte. Allerdings ist hier was am Schluss und das kann ich einfach nicht gutheißen. Find ich persönlich einfach nicht gut, weil für mich das Ganze sehr nach Propaganda stinkt. Und ich mag Propaganda nicht. Und das ist ganz egal, von welcher Seite die ist. Ihr wisst ja, in der Story geht es darum, dass She-Hulk von Russland entführt wurde, um aus ihr eine Kampfmaschine zu machen. So weit, so gut. Aber was Russland dann letztendlich plant mit She-Hulk in dieser Story, also hier geht es dann so um Themen wie Genozid. Und muss immer denken, Russland ist kein fiktives Land hier im Marvel-Universum, das ist ein Land, das wirklich existiert. Und das klingt für mich doch schon sehr, also ganz schön nach kalter Kriegspropaganda. Nicht, dass ich jetzt Russland-Sympathisant wäre, aber wie gesagt, ich mag keine Propaganda, egal von welcher Seite sie kommt. Und das finde ich einfach nicht gut. Um dann so ein Land im Zusammenhang mit Genozid zu bringen, ja, finde ich schwierig. Ganz unabhängig, wie die aktuelle Lage ist. Das will ich ja auch gar nicht diskutieren. Politik gehört ja auch nicht meinen Kanal. Nur um euch mal zu erklären, warum ich das jetzt nicht, doch dann doch nicht so gut fand. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Aber bleibt bitte sachlich. Jeder darf seine Meinung haben, ganz klar. Nur ich fand das nicht so gut. Also das hat mich schon sehr an kalter Kriegspropaganda erinnert, das Ganze. Finde ich schwierig. Aber das ist nur meine Meinung. So. Dann haben wir hier Spider-Man Heft Nummer 39, Monsterattacke in New York. Es ist nämlich so: Kingpin setzt Bullseye auf Boomerang an, den neuen Partner von Spidey. Die beiden sind gerade mit Gok, ihrem neuen Haustier, unterwegs und Bullseye schafft es, das Halsband von Gok wegzuschießen. Dieses Halsband bewirkt ja, dass Gok nicht so riesenhafter Größe anschwillt. Das tut er natürlich aber dann, nachdem das Halsband fehlt. Und Spidey und Boomerang haben alle Hände voll zu tun, ihm dieses Halsband wieder anzulegen. Des Weiteren geht die Geschichte weiter um Randy Robertson und Janice
Lincoln, die Tochter von Tombstone und auch bekannt als die neue Beatle. Die Väter der beiden sind überhaupt nicht damit einverstanden. Robbie Robertson und Tombstone, ja, alte Feinde. Und sie sind mit dieser Liebe natürlich dann überhaupt nicht einverstanden, was natürlich dann zu Konflikten führt der beiden mit ihren jeweiligen Vätern. Des Weiteren hat es beide natürlich ein neues Kostüm in dieser Story. Mit diesem Kostüm können ja die Leute teilhaben an seinen Abenteuern über den Kanal von J. Jonah Jameson und Nora Winters. Ich denke, das wird auch bald wieder Geschichte sein. Der Anzug sieht gar nicht mal so schlecht aus, aber wie gesagt, ich bin natürlich mehr Fan vom alten klassischen Rot-Blau. Und das werden wir dann auch bald wieder haben. Ich weiß gar nicht, ob ich es gesagt habe. Geschrieben ist es von Nick Spencer und gezeichnet von Patrick Gleason. Im nächsten Heft, das wird dann nächste Woche schon erscheinen, haben wir dann wieder ein Cover von Mark Bagley. Ich muss sagen, das Cover ist ein bisschen überladen, wie ich finde. Aber nein, naja, gut. Dann ist mir mal durch mit Marvel und weiter geht's mit DC. Hier habe ich Flash Band Nummer 17, Herr der Elemente. Geschrieben von Kevin Shinnick, Michael Moretzi und Van Jensen. Gezeichnet waren Will Conrad, Clayton Henry, Sammy Basri, Sam Lofty und David LaFuente. Und ich weiß gar nicht, was ich gesagt habe, ist der Abschlussband der aktuellen Flash-Reihe. Und war, ja, war ganz okay. Es geht darum, Flash verliert seinen Ring, beziehungsweise er kommt ihm abhanden. Und macht sich natürlich dann sofort auf die Suche, da dieser Ring eine ganz besondere Bedeutung hat für ihn. Er trifft dann schon bald auf Trickster, der wohl dahinter steckt, was mit dem Verlust seines Rings auf sich hat. Er hat aber nicht aus eigener Motivation gehandelt, sondern im Auftrag von jemand anderem, nämlich Dr. Alchemy. Und Dr. Alchemy schafft es, die Verbindung von Flash zur Speedforce zu kappen. Dadurch verliert Flash seine Kräfte und er hat hier einen richtig schweren Kampf vor sich. Der Band hat mir storytechnisch und zeichnerisch sehr gut gefallen, muss ich sagen. Allerdings hätte ich diesen Band nicht gelesen, wenn das nicht der Abschlussband der Reihe gewesen wäre, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war der einzige Grund, warum ich mir gekauft habe, weil sonst wäre das der einzige Band aus der Reihe gewesen, der mir gefehlt hätte. Das hätte mich dann irgendwie auch geärgert. Bin aber jetzt ganz froh, dass ich ihn gekauft habe, weil er gar nicht schlecht war. Die nächste Flash-Reihe, die dann im Zuge von Infinite Frontier erscheinen wird, weiß ich noch nicht, ob ich da einsteigen werde. Werde ich mir vielleicht erstmal ein paar Kritiken dazu anschauen und dann mal gucken. Dann haben wir eine neue Heldin hier, beziehungsweise in Deutschland zumindest neu. Da habe ich lang gewartet, habe mich da, dass es endlich auf Deutsch erscheint, nachdem es, glaube ich, vor 2 Jahren im US die erste Ausgabe erschienen ist, habe ich darauf gewartet, dass es auf Deutsch erscheint, nämlich Naomi, wie alles begann. Es ist keine Nummer aufgedruckt, deshalb keine Ahnung, ob da noch weitere Bände erscheinen werden. Ich sage es vorab, ich hoffe. Und warum ich das hoffe, werde ich euch gleich erzählen. Geschrieben ist das Ganze von Brian Michael Bendis mit Unterstützung von David F. Walker und gezeichnet das Ganze Jamal Campbell. Und wir lernen hier eben eine junge Frau, kann man schon sagen, namens Naomi kennen. Diese wurde als Baby adoptiert und wie die meisten Kinder, die adoptiert werden, stellt sie sich natürlich irgendwann die Frage, wo komme ich her, wer bin ich, wer sind meine leiblichen Eltern. Sie fängt an nachzuforschen, ihre Eltern, ihre Adoptiveltern weichen ihren Fragen eigentlich mehr oder weniger aus. In ihrer Stadt gibt es einen Automechaniker, der sie schon ihr ganzes Leben lang beobachtet und sie denkt, das hängt damit zusammen, dass er irgendwas weiß, dass er vielleicht sogar ihr leiblicher Vater ist, rückt diesen dann auf die Pelle, aber dieser weicht auch aus und will ja nicht keine Antworten geben. Irgendwann lässt sich die Wahrheit aber nicht leider lange verheimlichen und ihre Eltern rücken mit der Sprache raus. Dann geht es Schlag auf Schlag und wir kriegen dann ziemlich viel Action. Ich muss sagen, dass sich der erste Teil der Story mit der Identitätsfindung hat sich ziemlich lang gezogen. Und ich muss auch sagen, dass ich im Großen und Ganzen ein bisschen enttäuscht war. Das lag aber daran, dass ich
von Brian Michael Bendis einfach wahnsinnig viel erwartet hatte, weil ich dachte mir, das ist genau so eine Heldin, wie sie ihm liegt zu schreiben. Hinten im Band bekommen, wie gesagt, wir bringen dann auch Zeuge der Geburtsstunde einer neuen Heldin, nämlich von Naomi, die jetzt auch Teil der Justice League ist. Und ich hätte mir dann auf jeden Fall einen zweiten Band gewünscht, wie es dann mit ihr dann weitergeht, wie sie mit ihren Kräften dann klarkommt und was sie so in ihrem ersten Abenteuer. Aber wie es scheint, muss man dann natürlich die Justice League-Reihe dann lesen, wenn man dann wissen will, wie es weitergeht. Im Deutschen scheinen da keine weiteren Bände geplant zu sein. Schade. Ja, wenn mal eine interessante neue Figur, wie ich finde. Und kann ich euch auch ans Herz legen. Dann kommen wir zu einer weiteren neuen Figur, nämlich in Batman Heft Nummer 58. Dort lernen wir Miracle Molly kennen. Und auf den ersten Blick erscheint diese eher so wie eine Harley Quinn-Kopie. Das täuscht allerdings. Wir haben hier wirklich eine sehr interessante Figur. Miracle Molly ist Teil des Kollektiv des Klarsins. Diese haben sich als Ziel gesetzt, die Hirne der Gothamer zu rebooten und auf Null zu setzen. Und sie ist keine richtige Schurkin, sie ist mehr so eine Anti-Heldin. Eine sehr interessante Figur, wie ich finde. Geschrieben wurde das Ganze von James Tynion im Vierten und gezeichnet von Jorge Jimenez. Und James Tynion, der geizt ja absolut nicht mit neuen Charakteren. Der haut ja einiges raus. Was hat er? Clown Hunter und Punchline, die waren ja auch beide von ihm, wenn mich nicht alles täuscht. Dann Ghostmaker, zu dem wir dann gleich noch kommen. Zudem werden wir hier in diesem Heft Zeuge der Erschaffung des ersten Peacemaker-Polizisten, Peacemaker 01, die Peacemaker, die ja dann in Future State eine große Rolle gespielt haben. Tja, und die zweite Hälfte des Heftes befasst sich dann nicht mehr mit Batman, sondern mit Ghostmaker. Und ich muss sagen, diese Geschichte fand ich richtig schlecht. Sowohl zeichnerisch, allerdings muss man dazu sagen, wenn ich sage, die Zeichnungen haben mir nicht gefallen, ist das natürlich immer subjektiv. Das ist Geschmackssache, ganz klar. Ich fand die Story aber auch richtig dumm geschrieben, muss ich ganz ehrlich sagen. Ghostmaker soll hier in eine Falle gelockt werden von Madame Midas. Und dazu hat sie einen Haufen Schurken rekrutiert, die dafür bekannt sind, dass sie Ghostmaker entkommen sind, nicht von ihm getötet wurden. Und das ist, was ein bisschen eine Schwäche ist, finde ich. Einerseits rekrutiert sie diese Schurken, da sie diesem Ghostmaker das Wasser reichen können. Andererseits kann sie diese Schurken aber ganz locker mit einer Pistole in Schach halten. Also es ist irgendwie ist das, es gibt das alles keinen Sinn für mich. Hat mir deshalb auch nicht so gut gefallen. Zeichnerisch war es, wie gesagt, auch nicht mein Fall. Muss mal gucken, wir hatten das gezeichnet. Die Ghostmaker-Story. Ricardo Lopez Ortiz hat das gezeichnet. Wer es geschrieben hat, finde ich gerade nicht. Blende ich euch vielleicht noch ein, wenn ich es noch rausfinde. So, und dann sind wir durch mit Superhelden und dann geht es weiter mit etwas, was ich gewonnen habe, nämlich beim Comic-Wichteln auf dem Kanal, der Comic-Kanal vom guten Marco, nämlich diesen Band von Die Toten. Und das Ganze ist erschienen bei Zwerchfell und Panini Comics, also da scheint es mal eine Kooperation gegeben zu haben. Und wir haben hier mehrere Zombie-Geschichten drin. Eine Geschichte spielt in Frankfurt, eine in Hamburg, eine in Baden-Baden, eine in München und eine in Köln. Jede Story von einem anderen Künstler oder Künstlern. Und alles in allem, ja, so typische Zombie-Kost ist ganz okay. Wir haben hier die ersten Geschichte, lernen wir hier so ein paar Junkies kennen, die sich hier durch die Zombie-Apokalypse schlagen. Die zweite Geschichte, die ich es halt auch am besten fand, dreht sich um die Bewohner eines Altenheims. Fand ich auch richtig toll. Also durchweg fand ich alle Zeichnungen richtig schön hier drin. Haben mir alle sehr gut gefallen.
Die erste Geschichte war zum Beispiel von Christopher Tauber und Ingo Römling. Dann haben wir eine Story von Andreas Völlinger, die gezeichnet wurde von Till Felix. Dann haben wir Jan Krehl und Michael Vogt. Dann von eine Story von Ruslan. Okay. Boris Kieselitzki. Keine Ahnung, ob ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Wahrscheinlich nicht. Und dann nochmal eine Geschichte, die von Christopher Tauber geschrieben wurde und gezeichnet von Sara Borini. Die kennt man ja auch von Das Leben ist kein Ponyhof. Und dann habe ich hier was, was ich gespendet bekommen habe, nämlich vom guten Anakin D. Da könnt ihr da auch gerne mal vorbeischauen auf seinem YouTube-Kanal. Ich esse nämlich so, ich habe beim Anakin was gekauft, der hat über Instagram was verkauft. Und was ich bei ihm verkauft habe, das werdet ihr in diesem Video nicht sehen. Das habe ich nämlich tatsächlich noch nicht gelesen. Aber er hat mir das hier als der Spende beigelegt. Und das hatte ich richtig Lust darauf zu lesen. Habe ich dann auch gleich gemacht. Donald Ducks Sonderheft Nummer 128. Und das hat mich natürlich gleich wieder zurückversetzt in meine Jugend. Ich lese ja mittlerweile noch ganz, ganz wenige Funny Comics. Ich bin ja eher immer so Superhelden, Science Fiction, Horror etc. unterwegs. Ab und zu habe ich aber doch durchaus meine Freude noch an sowas. Und wir haben natürlich ganz tolle Zeichnungen. Karl Barks war hier, hat ja die meisten Sachen hier drin gezeichnet. Ich muss allerdings zugeben, ich bin mehr ein Dornrosa-Fan. Allerdings gefallen mir die Barks-Zeichnungen auch sehr gut. Er ist ja natürlich als Duck-Zeichner über jeden Zweifel am Haben. Erhaben ist natürlich auch der Duck-Zeichner schlechthin. Wie gesagt, auch wenn mir persönlich Dornrosa noch eine Ecke besser gefällt. Auf jeden Fall richtig witzige Geschichten. Haufen. Wir haben Geschichten über Donald, Daniel Düsentrieb, Dagobert Duck. Also nochmal, Anakin, wenn du es siehst, nochmal vielen Dank, dass du mir das beigelegt hast. Hab mich sehr gefreut. Und was ich bei ihm gekauft habe, wie gesagt, das werde ich in der nächsten Folge zeigen. So, und dann habe ich hier noch was von Schreiber und Leser. Möbius Sternenwanderer, das erste Album, die blaue Pyramide. Ich habe es mal wieder mit Möbius probiert. Ich muss zugeben, dass ich nicht der größte Möbius-Fan bin, ganz ehrlich. Es ist einfach, ich weiß, er ist der Godfather of Comic, hi-ha-ho. Trotzdem ist er nicht so ganz mein Fall. Ich mag ihn sehr als Giraud, also ich liebe Blueberry. Da zeichnet er ja ganz anders. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich konnte nie so ganz nachempfinden, was genau das Tolle an Möbius sein soll, warum alle Welt ihn so liebt. Hab dann diese Geschichte gelesen. Und muss sagen, bin dann so da, ja, komm, keine Ahnung, na, zeichnerisch, na, Story, hat mich irgendwann nicht irgendwie komisch. Und jetzt kommt aber der Knackpunkt. Ich habe danach, nachdem ich das Album durch hatte, habe ich trotzdem noch das Nachwort gelesen. Und in diesem Nachwort stand dann, dass man diese Geschichte eher wie einen Traum betrachten sollte. Und naja, was soll ich sagen? Und tatsächlich hat mich das Ganze irgendwie die Geschichte dann nochmal in einem ganz anderen Licht sehen lassen, in einem ganz anderen Blick auf die Geschichte bekommen. Und es hat mir dann im Nachhinein dann doch gefallen. Und ich hätte dann richtig Lust gehabt, das zweite Album zu lesen. Und ich mir dachte, das stimmt. Wenn man das so betrachtet, das Ganze liest sich wirklich wie ein Traum. Und da hatte für mich die Geschichte dann irgendwie einen ganz anderen Vibe bekommen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich dieses Nachwort nicht gelesen hätte, hätte ich die Geschichte einfach Mist gefunden. Aber dadurch habe ich, wie gesagt, dann einfach einen anderen Blickwinkel drauf bekommen und hat es mir dann nachträglich dann doch gefallen. Also ganz, ganz komisch irgendwie. Ich kann es nicht wirklich beschreiben. Auf jeden Fall hätte ich dann gute Lust gehabt, das zweite Album auch noch zu lesen. Und es ist wohl manchmal wirklich so, manchmal muss man auch auf irgendwas gestoßen werden und damit man die Sachen ein bisschen anders sieht, ein bisschen nochmal drüber nachdenkt und dann kriegt man vielleicht doch noch einen anderen Blick auf die Sachen. Ich bin auf jeden Fall sehr froh und muss sagen, dass mir dann eben, wie gesagt, im Nachhinein doch recht gut gefallen hat. So, dann will ich das alles nochmal kurz
kurz im Schnelldurchlauf zeigen. Abschlussband Guardians of the Galaxy, Teil des Crossovers Last Annihilation, leider nur die Guardians of the Galaxy Teile hier enthalten. Dann World War 3, ein Avengers Heft, das mir eigentlich wieder mal ganz gut gefallen hätte, hat aber leider diesen politischen Geschmack, der mir nicht so ganz passt. Ich mag einfach, wie gesagt, keine Propaganda. Und gerade besonders in der aktuellen Lage finde ich das ein bisschen schwierig, weil man muss immer beide Seiten sehen. Dann hier Monsterattacke in New York, Spider-Man Heft Nummer 39. War auch eine ganz tolle Geschichte. Gefällt mir recht gut. Sowohl Story als auch Zeichnung. Der Abschlussband von Flash Nummer 17, Herr der Elemente. War auch ganz nett. Naomi. Hat mir auch gefallen. Allerdings hatte ich ein bisschen mehr davon erwartet. Finde es auch schade, dass wir wohl keinen weiteren Band bekommen würden. Sonst hätte Panini mir sicher eine 1 aufgedruckt. Dann Batman Heft Nummer 58, in dem Miracle Molly eingeführt wird. Ein Charakter, den ich auch durchaus interessant finde. Mein Gewinn vom Comic-Wichteln auf dem Kanal, der Comic-Kanal, beim guten Marco, die Toten. Zusammenarbeit von Panini und Zwerchfell. Und dann meine Comicspende vom guten Anakin Lee. Donald Duck Sonderheft. Hat mir wirklich auch Freude bereitet. Und Möbius Sternenwanderer. Der Band oder das Album, an dem ich erst auf den zweiten Blick gefallen gefunden habe. Nachdem ich das Ganze bis aus einem bisschen anderen Blickwinkel betrachtet habe. So. Ich wiederhole mich ja ungern, aber ihr wisst Bescheid. Ich würde von euch gern wissen, was habt ihr davon gelesen, was möchtet ihr davon lesen, was ist eure Meinung dazu. Schreibt mir auch gern mal eure Meinung zu der Thematik in dem Avengers-Heft dazu. Aber bitte sachlich bleiben. Jeder darf seine Meinung haben, aber ihr wisst Bescheid. Ich will das Thema eigentlich gar nicht so groß aufmachen. Ja, und ansonsten wünsche ich euch eine gute Zeit. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.